Du kriegst aus einem Blaze Rod 2 Blaze Powder und mit je 25% dreimal nochmal extra. Das heißt mit sehr viel Glück fünfmal. Und irgendwie gehen meine FPS gerade richtig runter. Meine zum Glück Bin nicht. ich noch im. Oh, okay. Ich bin noch auf dem Root, glaube ich, angemeldet. Ja, was meint ihr jetzt? Weil die ganzen Holzstairs, das ist ein bisschen schwer, weil man die Bäume da züchten muss, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, das sind die gezüchteten Bäume. Gut, wir können, nee, gar nicht wahr. Wir können ja nicht jeden vollen Block nehmen, Chris. Eigentlich schon. Carpenter. Ja. Also Carpenter, das sind so eine Gerüste, wo Dafür wir hat halt man noch ein halbes jeden Leben. Block drüber legen können. Deswegen können wir da echt mal alles durchgucken. Wir sind jetzt seit 10 Minuten hier am Überlegen. Ich weiß, was sie nehmen. Observer Depend Block. Einverstanden. Du weißt, was es ist, oder? Ja. Quantum Block. ja, was können wir sonst? Ja, gut, hier ist Forestry alles. Über die wollte ich mich eh noch schlau machen. Gut, also ganz ehrlich, die Wolle, nee, danke. Ferris Block, Shiny Block, Tin Block, Copper Block gibt's mittlerweile auch alles. Kann man aber scheinbar nicht herstellen. Die Limone will mich dauernd hauen. Ja, Mike, hör doch mal auf. Ach, Bitchwood Barrel gibt's mittlerweile auch. Habe ich da Silky gerade Bitch gehört? Bitchwood? Nee, nicht Bitch, Birch. Ach so, okay. Hopping Oh, das war Bitchwood, das ist knapp. auch cool. Also wenn ihr schon nicht mithelfen wollt, dann lasst uns wenigstens in Ruhe damit. Oder wollen wir erstmal die Klassiker bauen? Holzbretter und Holzstämme. Ja, man kann es ja im Thema noch ausbauen. Ja, vor allem 8 Minuten gebraucht, um das rauszufinden. Wie war das mit Ja, Profis bei Profi. der Arbeit? Ihr seid echt Helden. So. Ja, ne? Ich bin kurz vorm Was Verrecken. wollen wir als Boden nehmen? Also da würde ich generell eigentlich die Dings sagen. Oakwood Planks. So ein schönes Laminat halt, ne? Ja, Aber das das halt sieht dann im am Dunkeln, aber. Anfang. Schönes Laminat. Ja! Oh, wir haben sogar Weil Papier. Parkett lieber. Wir haben sogar Papier. Fällt mir gerade auf. Marble. Oder Wände Marble. Dass wir die Wände aus Marble machen. Und Dings halt. Und, wie heißt's? Und Holzstämmen und den Boden dann aus Laminat. Was meint ihr? Guck gerade mal. Also mit dem Laminatboden bin ich schon mal einverstanden. Oh, das wollte ich gar nicht. Ich wollte das so machen. Ne, dann muss der bleiben. Ja, ich würde sagen 3. Also ich baue gerade so grob das Kellerloch, sag ich jetzt mal. Weil ganz bauen können wir das ja eh noch nicht. Weil wir Dings haben. Weil wir auf der anderen Seite die ganzen Kisten noch stehen haben. Und die will ich jetzt heute nicht mehr wegräumen. Wegen der Fassade wolltest du noch was jetzt wissen, ne? Fassade? Hier, wegen der Wand oder nicht? Wann, wann? Hä? Ach ja, Marble. Genau. Den hier. Nee, Digga, war den hast du, glaube ich, auch schon gesehen unter Erde, oder nicht? Glaub nicht, ne? Naja, auf jeden Fall, das ist halt Marble. Ja, ist gut, Okay. Mike. Nein. den, die Holzstämme als Element hat und als Boden dann Laminat, wie du es so schön nennst. Ja, nein. Ja. Klingt gut. Chris? Macht gut. Definitiv. Gut. Und kann man auch erstmal so lassen. So, hier haben wir dann schon mal das Treppenhaus. Wobei ich schon fast dafür wäre, das für den Boden
Zwar Holz nehmen, aber Birchwood. Haben wir da überhaupt was von? Ich glaube, wir haben da nichts von. Müssen wir das Deswegen erst? will ich das ja haben. Dein Ernst? Nur deswegen? Nein, einfach weil das besser aussieht als das Augurt. Sind hier in der Nähe irgendwo Birken? Zweifle. Also ich muss gestehen, bis auf Dschungel habe ich noch kein einziges Vanillabiom gesehen. Und Wüste. Echt nicht? Also hier drin habe ich noch kein einziges davon gesehen. Boah. Ich gehe suchen. Ja, mach mal. Währenddessen nehme ich einfach erstmal Rockwood. Säge muss ich ja eh bauen. So, Marcel, kommst du mal her? Ja, ich bin schon auf dem Weg. Ich gönne uns mal eine Diamantsäge. Nee, wir können ja Rubinsäge nehmen. Die sind, glaube ich, genauso gut, oder nicht? Wovon haben wir da am meisten? Ruby. So, Ruby Saw, dann brauchen wir Stone Rods. Wie ich die Dinger abgrundtief hasse. Und normale Sticks. So, kommt jemand her? Ja, ich muss den hier eben noch verprügeln. So, jetzt habe ich ihn getroffen. Da bin ich wieder. So. Do you see? Da, Stone Rod. Mit Stone Rod, Rubine. Nee, genau andersrum, so muss es sein. Und Sticks. Man hat eine Rubisaw. Das gleiche geht auch für Saphire, für Aha. Peridot. Für Gold geht das, für Diamant geht das, für Eisen geht das und Flint. Also wäre die ganzen Edelmetalle und so Genau. weiter. Und dann gibt es Okay. noch eine Gregtech-Variante davon, die dann mit Eisen, Stahl und Tungstenstahl geht. Nee. Doch, Tungstenstahl. Genau, so. Und mit der können wir jetzt nämlich was Cooles machen. Wie mache ich eigentlich Stone Rods, so wie die Stickies? Hast du eben nicht gesehen? So. Ach so, ja, da war ich noch nicht hier drin. Okay. Okay. So und so. Geht das hier drin? Nein, das geht hier nicht drin, ne? Geht das echt nur im Inventar? Scheinbar geht das hier drinnen leider nicht. Nee. Aber auf jeden Fall, wenn du die beiden halt übereinander legst, kriegst du immer kleinere Blöcke raus. Genau, vier verschiedene Dicken. Guck mal hier hinten her. Ah. So, das sind die. Na, ein dünner geht noch. So, das sind die Standarddicken. Nee, gar nicht, war das der gleiche. Der ist genauso dünn. Das heißt, du kannst bis zu Achtel reduzieren. Bei denen kannst du jetzt nämlich noch machen. Genau, so. So. Hast du gemerkt, er hat bemü sich bemüht, leise zu husten? Ja. So kannst du noch machen und so. Ah, Das heißt, irgendwie so für cool. Tür, Kühlschränke So oder irgendwas. Fußleisten und so weiter, Genau. ne? Das ist eigentlich recht Cool. cool. Und noch ein anderer Vorteil an denen ist, wenn ich jetzt, ich glaube, du hast einen aufgesammelt gerade. Von. Knöpfen. Ja, habe ich einen. Willst du ihn wieder Ja, haben? bitte. Moment mal. Schmeiß mal Bitte raus. schön. Ah ne, deine Kiste reagiert Die doch. Kiste hat's gefressen. Ja, bei mir hat die nicht reagiert, als ich den eben hatte. Ach so. Und du kannst ihn natürlich dann auch wieder zurück, rückgängig machen. Das heißt, wieder zusammen stopfen. Mit Patex. Genau. Warte mal, wie viel brauche ich? Ich brauche 4 waren das, glaube ich, damit ich 64 kriege. Nein, 8 waren das. So, nehme ich mal einfach. Die ist ja egal. La la la, la la la. Na? Sieht So. irgendwie aus wie eine weiße Tafel. So, das ist nämlich das Geilste. Das ist beides auf einem Block. Cool. Nein, lass das meins Finger weg. Böse Truhe. Hier. Lass ihn mal im besten Meine Falle drinnen. Truhe! So, das heißt, Ja, wir die kommt können wieder ins innen was Inventar. anderes machen wie draußen. Und noch geiler ist, wir können hier zwischen sogar Kabel legen. Geil. Zwar nicht alle Kabeltypen, aber viele können wir Die dazwischen legen. meisten.
Und die anderen, die können wir dann mit Schaumstoff verkleiden und dann halt farbig machen. Oder die haben direkt eigene, ja, Versteckmöglichkeit, wie soll man es nennen? Tarnmöglichkeit. Keine Ahnung, wie Ja, man es nennen so soll. geheime Räume kann man sagen. Nee, die Kabel kann man da drin verstecken. Das sind Ach Fassaden, so. heißt es. Und noch ein Vorteil ist, du bist hier drin unglaublich viel mehr geräumiger, wenn du nur die kleinen Dinger nimmst. Ja. Gut, aber Nachteil ist natürlich, Kiste oder so kannst du da nicht dran bauen. Davon mal abgesehen. Naja, irgendein Nachteil muss ja da Ja. sein. So. Guck mal, drei auf dieser Seite, drei auf der, genau. Chris, mittlerweile was gefunden? Nein, muss ich dich enttäuschen. Komm mal her, du kannst mir helfen. Stehst da so rum. Und das ist halt Du gibst immer mir ja nichts. die Säge. Das sieht ja geil aus, wenn man die hier platzieren möchte. Ja. Blub, 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 blub. Die Säge musst du halt oben reinlegen und den Block, den du halbieren willst, unten. Du kannst eigentlich fast jeden vollen Block halbieren. Was ich ehrlich gesagt richtig cool finde. Drei oder vier hohe Decken. Würde sagen, Hier. ja. Naja, gut, aber nee, ich würde sagen, wir machen vollständige Wände, oder? Oder nur so halbe Wände. Auch wenn das schon wieder dermaßen leckt. Und irgendwie habe ich jetzt nur 30 Frames. Warum? Das war eben nicht so schlimm. Mike, wo bist du eigentlich gerade? Auf dem Baum, irgendwo in der Luft, als Fledermaus. Hast du keinen Bock mehr? Ich guck mir das mal von der Ferne Ja, an. du kannst sonst Chris einfach mal helfen, auch mit suchen. Was sucht er denn? Bitsport. Weißt du, was ich nicht verstehe? Ich habe den jetzt so anvisiert, dass er den schön aufrecht hinstellt, aber er legt den dann platt auf den Boden, die Platte? Das ist. Huch! Aua. Entschuldigung. Das ist ab Das und wollte ich zu nicht. leck. Das leckt dann aber wirklich bei jedem Stein. Denn machst du es nur falsch. Nein, mache ich nicht. Muss man ein bisschen üben, weil du hast ja einmal dieses schwarze und einmal dieses weiße. Ja, dieses schwarze Gitter und dann habe ich einmal so eine graue Platte. Genau, und die graue Platte muss halt da hin, wo es da später sein soll. Ja, jetzt ist die graue Platte, jetzt verdeckt die, bleibt mal so stehen. Das linke Auge von dir, also deinen ganzen Körper jetzt. Jetzt setze ich sie hin, aber sie ist jetzt auf einmal rechts von mir. Hä? Denn wie siehst du, glaube ich, einfach nur falsch an. Sonst, komm mal, ich gebe dir mal einen Dreck, dann kannst du damit mal versuchen. Oder machen wir es mal ganz einfach. So habe ich mir das damals angeeignet. Ich habe jede Dicke einmal gebaut. Okay. So, vielleicht kriegst du es dann besser hin. Also ich gucke sofort, ich muss eben den falsch gesetzten wieder weg. Jo. Also wir haben jetzt 45 Minuten rum. Geil. So, jetzt hast du richtig hingekriegt, oder? Nee, der soll jetzt von mir aus gesehen jetzt in der hinteren Hälfte und es ist in der vorderen. Ich gebe dir mal einen Tipp. Werd mal ein Ja. Mensch. Du bist im Endeffekt zweieinhalb groß, hast aber die Sicht von zwei groß. Und deshalb macht er Das dann kann alles so? eventuell sein. Okay. Dann mache ich das mal als JD bla bla blups. Jo. Als Don Marci. Tatsächlich. Ja. Alter, leck mich fett, ist das ein Dreck. Ich glaub's So. ja wohl. Ja, es funktioniert! Innenwände, was wollen wir da nehmen? Fürs Treppenhaus? Sonst da eventuell schwarz, Chris. Vulkangestein, Basalt. Das Im wäre cool. Treppenhaus. Ja. Ja. Okay. Marcel, kommst du mit? Ja. Wenn du noch eine Spitzhacke hast. Ich Ja. brauche eine neue. ja. Wir müssen aber definitiv nochmal wieder Dia-Farm gehen. Weil wir haben. Ich verwandle nämlich auch mal in Batman. Ja, sinnvoll, aber wir wollen ein bisschen weiter weg. Also, Ich bin was Batman. heißt ein bisschen weiter weg, aber zum Vulkan halt. Und im Vulkan, ich weiß nicht, ob ich dir das gesagt habe, da ist halt Dings drinne. Unten drin ist eine riesen Erzählt Lavaquelle. nicht. Geil. Das hast du mir noch nicht erzählt. Ich liebe Lava. Auch wenn ich oft drin sterbe, liebe ich sie Ja. Die trotzdem. können wir auch noch gut gebrauchen für Magmatic Engines. Ah. Und hier unten, vor allem jetzt in der Nacht, siehst du das richtig geil. Die ganzen Korallen.
Das ist mir vorhin, wo ich offscreen ein bisschen rumgeflogen bin, habe ich das gesehen, dass sie so schön leuchten. Was ist das denn? Richtig cool. Sponge gibt es?